Jetzt in Brandenburg, Axt Filmwirtschaft macht wieder gute Geschäfte. Die Sache mit dem Doktortitel sorgt überall für Diskussionen. Einen schönen guten Abend. Heute geht's mit spannenden Nachrichten im wahrsten Sinne des Wortes, Ingo. In Brandenburg sollen neue Hochspannungsleitungen unter der Erde verlegt werden. Das empfiehlt Wirtschaftsminister Christoffers. Er unterstützt damit zahlreiche Bürgerinitiativen, die sich gegen neue oberirdische Stromleitungen wehren. In einem konkreten Fall zwischen Perleberg und Wittstock. Nach Angaben des Wirtschaftsministers ist die Bundesregierung am Zuge. Sie wurde aufgefordert, ein Gesetz vorzulegen, das erlaubt, Hochspannungskabel unterirdisch zu verlegen. In Potsdam sind Deutschlands beste Schülerzeitungen ausgezeichnet worden und unter den Preisträgern ist auch eine Förderschule, die Förderschule am grünen Grund aus Bad Belzig. Insgesamt hatten sich 1800 Schülerzeitungen um die Preise beworben. Eine Jury aus 40 Politikern und Journalisten wählte zum Abschluss in Potsdam die Sieger aus den besten 250 Einsendungen aus. Bewertet wurden dabei die Themenauswahl, das beste Interview, journalistisches Handwerk und die optische Gestaltung des Blattes. Veranstaltet wird der bundesweite Schülerzeitungswettbewerb von der Kultusministerkonferenz und der Jugendpresse Deutschland. Das war's das von Brandenburg aktuell. 21.45 Uhr melden sich die Kollegen von RBB aktuell mit dem Neuesten aus der Region. Ihnen einen guten Start ins Wochenende.